UU Vadis Rente. Wohin gehst du? Gesetzliche Rente. Mein Name ist Peter Knöbbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen es ja, Rentenbescheid24.de, das Team von Rentenbescheid24 beschäftigt sich ja nicht nur mit den rechtlichen Themen rund um das Thema oder rund um die gesetzliche Rente, sondern ich und auch einige Kolleginnen und Kollegen aus unserem Team stellen sich ja natürlich immer wieder die Frage, wie sieht es denn eigentlich mit der Zukunft der gesetzlichen Rente aus? Wohin geht die gesetzliche Rente? Deswegen auch die Überschrift QUVADIS, das kennen Sie alles. Und ich habe mir einfach mal ein paar Gedanken gemacht. Vor allen Dingen stehen ja nun die Zeichen wirklich auf Bundestagswahlkampf. Und wir stellen uns schon die Frage, wie wird die gesetzliche Rente für die Zukunft ausgerichtet? Bekommen wir eine kapitalmarktorientierte, liberalisierte gesetzliche Rente, die dann nur noch so eine Art Mindestabsicherung ist und wo sich jeder quasi im Grunde genommen dann privat selber absichern muss, so wie es gerne Teile der FDP, aber auch CDU, CSU, Wirtschaftskräfte und Wirtschaftsweisen sehen? Oder bleibt es bei der umlagefinanzierten gesetzlichen Rente? Wird diese gestärkt? Bekommen wir eine Erwerbstätigenversicherung, in die alle einzahlen? Wie sieht es eigentlich mit der Generationengerechtigkeit aus? Kriegen wir es hin, dass unsere gesetzliche Rente so zukunftsfest gemacht wird, dass auch die Jugend, unsere jüngere Generation, die jetzt ins Berufsleben einsteigt, dann sich keine Sorgen für die Zukunft machen muss, sondern dass sie darauf vertrauen kann, dass die gesetzliche Rente, wenn sie dort einzahlen, ihnen auch eine armutsfeste, eine Rente in Würde sozusagen gewährleistet. Und das sind die Fragen, die wir uns natürlich stellen. Und diese Fragen richten wir sozusagen nach außen, auch an alle politischen Parteien. Und wir wissen auch, meine Damen und Herren, das ist ganz klar, und das hat sich in den letzten Tagen und Wochen jetzt auch so herausgestellt, dass der Bundestagswahlkampf 2025 im Zeichen der gesetzlichen Rente stehen wird. Die Programmatik der BSW sagt ganz klar, wir wollen eine Volksabstimmung zur gesetzlichen Rente haben. Das Thema gesetzliche Rente ist das Hauptschwerpunktthema für uns. So hat es Sahra Wagenknecht verkündet. Die Linke will eine Mindestrente haben, eine armutsfeste Mindestrente haben und gleichzeitig auch eine Erwerbstätigenversicherung, in die alle einzahlen. Die SPD hat kürzlich in einem Rentenpapier mitgeteilt, dass sie vorhat, darüber zu diskutieren, weitere Personengruppen in die gesetzliche Rente mit aufzunehmen. Damit meint sie sicherlich Beamte, Politiker und Selbstständige. Im Übrigen, ich weise nur noch mal darauf hin, der guten Ordnung halber, im Wahlkampf, im den SPD-Wahlkampfpapier oder in dem SPD-Bundestagswahlkampf war ganz klar und eindeutig beschrieben, dass es eine Erwerbstätigenversicherung mit der SPD geben sollte. Das hat die SPD ähnlich wie die Grünen dann im Zusammenhang mit dem Ampelvertrag dann über Bord geworfen, weil es da schlicht und ergreifend um den Machterhalt oder um die Sicherung der Macht für Kanzler Scholz gegangen ist und dass man dieses Schwerpunktthema einfach über Bord geworfen hat. Wir wissen auch, das ist auch nichts Unbekanntes, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung sich wünscht. Ja, das ist ein Wunsch und dieser Wunsch wird leider von einer Großteil der Politiker nicht gehört, meine Damen und Herren. Und das ist etwas, was auch unerträglich ist und deshalb muss sich da auch was ändern. Aber letzten Endes geht es wirklich um eine Richtungsfrage, nämlich die Frage, wie wird unsere gesetzliche Rente für die Zukunft aufgestellt? Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht ist jetzt auch schon 11:55. Ich weiß das nicht. Die Demografie schlägt unbarmherzig zu. Es gehen immer mehr Menschen in Rente. Wir werden definitiv auch nach den günstigsten Prognosen einen Schwund in den Arbeitskräften haben. Wir werden weniger Arbeitskräfte haben und dafür immer mehr Leute haben, die in die gesetzliche Rente einzahlen. Und deshalb muss ich da etwas tun, meine Damen und Herren. Denn wenn sich dort nichts tut, fahren wir die gesetzliche Rente, auch so gut sie aufgestellt ist, dann gegen die Wand. Oder aber der Zuschuss des Bundes wird immer höher. Denken Sie bitte daran, Hubertus Heil hat es jetzt schon bekannt gegeben, der Bundeszuschuss für die gesetzliche Rente im Jahr 2025 beträgt sage und schreibe 121 Milliarden Euro. Das ist der blanke Wahnsinn. Ja, meine Damen und Herren,
Wie geht es weiter? Die CDU zum Beispiel hat gesagt, über den Parteivorsitzenden Friedrich Merz, mit ihm gibt es keine Rente mit 70. Aber er sagt auch gleichzeitig, ein starres Renteneintrittsalter für alle lehnt er ab. Das heißt also, ist das die Hintertür doch für eine Rentenerhöhung oder für eine Erhöhung des Renteneintrittsalters für bestimmte Berufsgruppen, die nach Ansicht der CDU möglicherweise weniger körperlich und psychisch belastet sind, wie zum Beispiel andere Berufsgruppen? Alles offene Fragen, die sozusagen einer Klärung bedürfen. Und hier sage ich eindeutig, meine Damen und Herren, es müssen sich alle gesellschaftlichen Gruppen an einen Tisch setzen und müssen über diese Fragen diskutieren. Und dabei rede ich nicht mehr nur noch von politischen Parteien, sondern hier müssen Spezialisten ran, die sich im Rentenrecht auskennen. Ich spreche hier nicht davon, dass sich auch die deutsche Rentenversicherung mit an einen Tisch setzen muss. Das ist klar, die müssen auch an einen Tisch. Aber es müssen alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen an einen Tisch. Da rede ich auch von den entsprechenden Verbänden, den Berufsgruppen der Rentenberater, dann einzelne Rentenberater meinetwegen. Ich bin gerne bereit, da auch mitzudiskutieren und meine Vorschläge dort mit einzubringen, meine Damen und Herren. Aber letzten Endes ist das eine Sache, die muss ernsthaft betrieben werden, denn es geht hier um ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema, nämlich um unsere gesetzliche Rente, um die Zukunft der gesetzlichen Rente, um die Zukunft unserer Kinder, um die finanzielle Zukunft auch. Es geht um die Frage, ob wir im Alter würdevoll leben können oder ob wir uns in die Reihe derer anstellen müssen, die dann beim Grundsicherungsamt um Geld betteln müssen, meine Damen und Herren. Denn so wie es jetzt in Deutschland läuft mit der gesetzlichen Rente, kann es nicht weitergehen. Wir brauchen eine ganz klare Richtungsentscheidung und dann muss es auch mal ein Ende haben mit dieser Diskussion. Aber letzten Endes, Sie wissen das auch, präferiere ich für mich persönlich eine Erwerbstätigenversicherung, in die alle einzahlen. Das ist eine Frage der Generationengerechtigkeit. Ich finde es schon höchst problematisch, obwohl ich das jedem Beamten auch gönne. Das muss man auch mal klar sagen. Ja, nicht, dass man jetzt wieder sagt, naja, der Knüppel will den alles wegnehmen. Das ist Blödsinn. Sondern ich gönne das jedem Beamten. Aber ich finde es schon höchst problematisch, wenn Beamte mit gleicher Tätigkeit gegenüber Angestellten im öffentlichen Dienst doppelt so hohe Altersbezüge bekommen wie die gleichen Kollegen, die vielleicht noch im selben Zimmer sitzen. Ich unterstelle niemanden, dass er faul oder träge ist, sondern ich sage ganz einfach, wir alle sind fleißig, wir arbeiten, aber letzten Endes, meine Damen und Herren, müssen wir über diese Frage offen diskutieren und zwar so, dass es niemanden verletzt, aber letzten Endes zielorientiert, dass wir dann im Jahr 2025 irgendwann mal zu einem Punkt kommen und sagen, jetzt ist es soweit und jetzt können wir auch im Bundestag entsprechende Gesetze beschließen. Aber meine Damen und Herren, bis dahin ist es wahrscheinlich noch ein weiter Weg. Der Druck auf dem Kessel nimmt immer mehr zu. Ich weiß, dass der Bundestagswahlkampf eine Richtungswahl werden wird in Sachen gesetzliche Rente. Wir werden hier die dollsten Sachen erleben und selbstverständlich, wie immer, werde ich auch über die entsprechenden Entwicklungen berichten und Ihnen dann sozusagen auch meine Meinung zu diesen Themen offenlegen und diese Dinge auch kommentieren. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Wohin geht die Reise, liebe gesetzliche Rente? Ich hoffe, in die richtige Richtung. Ciao!